So, willkommen zu einer kleinen Folge Pokémon Go und eigentlich wollte ich heute wieder was anderes hochladen, aber aus gegebenem Anlass, weil es schon zwei Sachen sind, die ich einfach nicht ignorieren möchte oder da unbesprochen lassen möchte, will ich doch mal drauf eingehen. Komme nämlich gerade frisch rein, hier sieht man noch, Jacke an und gleich geht's auch wieder weiter, denn heute ist ja auch der Frauentag und da muss ich ganz alljährlich wieder mal zum Amigos-Konzert als Fahrer und mit Karte und drin sitzen. Wer die Amigos kennt, ne, der weiß, da geht immer richtig der Putz. Und auf jeden Fall reden alle über Rayquaza, denn es wurde ja angekündigt, neues Event, Rayquaza Raid Wochenende vom 15.03. bis zum 18.03. Also Freitagabend geht das los, bei uns ja leider nicht mehr. Und ihr habt dann also Samstag, Sonntag und Montag auch bis abends Zeit, Rayquaza zu raiden. Viele freuen sich natürlich, die das noch gar nicht haben. Andere, die das schon haben, haben auf die Rückkehr gehofft, damit sie es endlich in der Shiny-Variante bekommen. Jetzt stand aber natürlich da, wie Niantic inzwischen bestätigt hat, wird Rayquaza nicht in seiner schillernden Form verfügbar sein. Jetzt sagen einige, ja, das ist bestimmt nur so, das kommt sowieso als Shiny, denn bei Latias war es ja auch so, Latios auch so, Groudon so, Kyogre so, keine Ahnung. Aber bisher war es immer so, es gab drei Möglichkeiten. Entweder Niantic hat was angekündigt und hat dazu geschrieben, mit wenn ihr Glück habt, begegnet ihr auch der schillernden Variante. Oder Niantic hat was angekündigt, das was in die Raid-Kämpfe kommt und hat nichts hingeschrieben über die Shiny-Variante. Und sie wurde trotzdem mit eingeführt, so wie beim Perlo-Event zum Beispiel. Da stand nichts, beim Barschwa war es so, da könnt ihr einem schillernden Barschwa begegnen, war auch so. Bei Perlo stand zum Beispiel nichts von Shiny dabei, einfach nur, dass es da Perlo gibt. Plötzlich war es auch als Shiny verfügbar, was alle überrascht hat. Aber das ist das erste Mal, dass es offiziell von der Niantic-Seite aus heißt, dass es nicht als Shiny eingeführt wird. Und wenn das offiziell von der Niantic so kommt, ich hoffe nur, dass die Quelle, die das behauptet, dass es offiziell von der Niantic kommt, stimmt, dann würde ich auch danach gehen und nicht einfach denken, ja, die machen immer alles als Shiny, also wird es auch als Shiny kommen. Obwohl, warum eigentlich nicht? Ich meine, auf der einen Seite, alle schreien danach, alle wollen Rayquaza, alle wollen das Shiny, dann ist es ja richtig wie ein Schlag ins Gesicht, dass sie das jetzt bringen ohne Shiny. Dass sie, alle wollen Rayquaza als Shiny, okay, ihr habt ja Rayquaza ohne Shiny. So richtig einfach auf den Sack gegeben. Vielleicht sind die so gemein und machen das. Oder wenn der 1. April wäre, hätte ich mir vorstellen können, sie sagen, ja, Rayquaza kommt zurück, aber nicht als Shiny. Und alle sind enttäuscht und alle sagen, ah, Drecksgame, warum, was soll das? Und dann ist es aber doch als Shiny da, eben so als Scherz gedacht, weil sie genau wissen, dass jeder auf das Shiny wartet. Sie absichtlich sagen, dass es nicht als Shiny kommt, ne? Überhaupt nicht, wieso sollten wir das als Shiny machen? Und knallen es trotzdem als Shiny rein. Aber ich denke mal, die wollen sich damit noch Zeit lassen. Und damit die Leute erstmal zufrieden sind, die gar keins haben, wenn immer zu Rayquaza schreien, kriegen sie jetzt Rayquaza, fertig. Aber weil sie es noch nicht als Shiny raushauen wollten, kriegt ihr halt normal Rayquaza. Müsst ihr euch damit zufrieden geben. Ist ja trotzdem ein cooles Pokémon. Ich habe ja schon meinen 100er. Und danke an Kenny nochmal damals. Da war ich nicht ansprechbar. Lag neben mir sozusagen. Und plötzlich hat er einen Raid bei mir mitgemacht und mir einen 100er gefangen. Richtig gute Sache. Kann ich mir nicht mal selbst auf die Schulter klopfen, weil ich habe überhaupt nichts gemacht dabei. Aber auf jeden Fall cool, dass Rayquaza wiederkommt. Ist dann wieder natürlich doof, dass dann wieder beide gleichzeitig da sind und man wieder abwägen muss, ist das jetzt das, ist das das? Und dann rennen wieder alle weg und sagen, ah nee, das mache ich nicht. Sonst wieder natürlich Raid-Tour gemacht. Auch ist es komisch, dass es wirklich nur 3 Tage jetzt geht. Obwohl Latias war ja auch angekündigt, 3 Tage. Und dann haben sie eine ganze Woche draus gemacht. Und andere Sachen, die als Shiny zum ersten Mal ihre Rückkehr gefeiert haben, wie Kyogre auch, waren ja mindestens 2 Wochen da oder so, sage ich mal. Auch bei Ho-Oh, glaube ich, und Lugia damals waren das immer 2 Wochen, wo die da waren. Selbst dann, als sie zum dritten Mal kamen, gut, da war es dann nur ein Wochenende, aber da war es ja auch schon das dritte Mal. Wenn sie jetzt einmal Rayquaza bringen als Shiny und nur 3 Tage, fände ich das schon ein bisschen mies. Aber wer weiß, vielleicht ist es Shiny und vielleicht ist es wieder eine ganze Woche. Was Niantic da sich denkt und wie sie das nun planen und machen und tun, das weiß man eh immer erst am Ende, wenn es soweit ist. Ich auf jeden Fall fände es nicht schlimm, wenn es nicht als Shiny kommt und werde es langsam angehen lassen. Ich muss mir da keinen Stress jetzt machen, wenn es als Shiny kommt, okay.
dann hat man halt wieder Stress und dann will man natürlich doch sehen, dass man es bekommt, aber einfach mal gucken, mal schauen, wie es nun weitergeht. Und gestern Abend wurde auch noch was angekündigt, ganz neu und frisch, noch ein neues Event, die legendäre Mittagspause oder auch Legendary Lunch Hour 2019. Es werden zwischen 12 und 13 Uhr Raid-Kämpfe an allen Arenen erscheinen. Laut Niantic sind in dieser Zeit ausschließlich Level 5 Raids erhöht. Die Raids laufen eine Stunde und die Eier erscheinen 10 Minuten vorher. Die legendäre Mittagspause wird ab dem 13. März, das ist das erste Mal, einmal pro Woche stattfinden. Und das ist was ganz Besonderes, weil daran gedacht ist, dass viele jetzt die Schule haben und mit ihren Schulkameraden Raids machen wollen, aber eben nichts da ist und nach der Schulzeit ist auch nichts da und dann müssen die sich alle wieder verteilen, drumherum in ihre einzelnen Käfer oder sonst wohin. Und dass wenn ihr wirklich da eine halbe Stunde Zeit habt und ihr habt in der Nähe von der Schule da einen Raid oder direkt auf dem Schulhof oder sonst wo, keine Ahnung, dann könntet ihr auch zusammen als Gemeinschaft mit euren Klassenkameraden oder eben mit euren Arbeitskollegen, wenn man es jetzt von der Arbeit betrachtet, in dieser Zeit einfach gemeinsam einen Raid machen. So ist auch sichergestellt, dass jeder seinen täglichen Raid-Pass loswerden kann, denn jeder, der um die Zeit arbeitet, hat ja um die Zeit im Prinzip eine Mittagspause. Andere, die erst Spätschicht haben, könnten theoretisch um diese Zeit einen Raid machen. Die, die Frühschicht haben, haben da Mittagspause, theoretisch, und könnten dann einen Raid machen, wenn sie genügend Leute haben oder im Umfeld oder so. Ist eine gute Sache, die wollen das jetzt natürlich testen, wie das so ist, wenn sie da vermehrt Fünfer an fast allen Arenen scheinen lassen. Und wenn das gut hinhaut, dann wisst ihr ja, okay, ein Tag in der Woche ist diese legendäre Mittagspause, wo ihr zusammen dann raiden könnt mit euren Arbeitskolleginnen, Bekannten, Freunden, Schulkameraden, sonst was, mit euren Lehrern. Ja, wie das ankommt, also die Idee dahinter ist schon mal ganz cool, finde ich. Wie das dann ankommt, das werden wir dann noch sehen, ob es da wieder rumgeflame gibt oder sonst was. Und das war es jetzt erstmal von meiner Seite aus. Ich muss mich jetzt noch vorbereiten. Wie gesagt, nachher dickes Amigos-Konzert, Frauentag und so weiter. Und heute Abend kommt auch noch ein Video, das, was ich für heute vorbereitet hatte. Ich habe in letzter Zeit 7-8 Stück vorbereitet oder so. Die werde ich alle nacheinander jetzt rausprügeln und mal gucken, was ich heute Abend noch für euch habe. Aber das seht ihr dann. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.